Gewerbeschau. Ja, willkommen liebe Besucher auf der Gewerbeschau bei uns in Wertach. Es ist unglaublich, das Leistungsspektrum der Gewerbetreibenden hier in Wertach zu sehen, was hier alles angeboten wird. Großer Querschnitt der über 100 Gewerbetreibenden in Wertach wird hier dargestellt. Vielen Dank an die Aussteller, vielen Dank an diejenigen, die Verantwortlichen des Gewerbevereins, die diese Veranstaltung in dieser großartigen Art und Weise auf die Beine gestellt haben. Der Gewerbeverein und die Gewerbetreibenden, die stellen ja ein großes Potenzial natürlich auch für die Gemeinde dar. Herzlich willkommen beim Autogutzer Bosch Car Service. Ich begrüße Sie hier recht herzlich. Hier ist unser Shop-Bereich, wo verschiedenste Autopflegematerialien für Sie bereitgestellt werden. So, dann schauen wir mal in die Werkstatt. Also hier haben wir modernste Prüfstationen von Bosch, den Bosch FSA 67, modernste Computertechnologie zum Überprüfen von Steuergeräten, Motorelektronik, sonstigen Komponenten wie Airbag, ABS, ASR. Viele Wertacher haben das gleiche Hobby wie ich. Die sammeln Traktoren und fahren auch gern aus einmal am Wochenende mit dem Traktor. Und da habe ich eine kleine Auswahl von meinen 13 Traktoren hier in Wertach ausgestellt. Das geht dann so. Das ist eine ein Zündapp Motorrad. Das ist eine Leihgabe von Manfred Probst, gehört also nicht mir selber. Manfred Probst aus Wertach. Sehr schönes Gerät, frisch renoviert, auch mit TÜV. Muss man dazu sagen, ist also vollkommen alltagstauglich. Wird auch gern auf alten Oldtimer-Treffen und so weiter wird das Gerät gezeigt. So. Willkommen bei der Firma Haslach. Wir haben heute wunderbar ausgestellt, von 40 bis 200 Tonnen. Super Wetter, passt. Danke. Beim Forstbetrieb Hösle. Ja, wir sind als mittlerer Forstbetrieb und haben sechs Fahrzeuge. Opa, sechs Fahrzeuge. Opa, ja. Füße haben. Füße? Ja. Ziemlich viel im Umkreis von Wertach. Ja. Ja. Hallo, wir sind hier in Wertach bei der Gewerbeschau, bei der Holztransporte Neuhauser. Ja, und das ist unsere neue Halle und wir freuen uns, dass die Gewerbeschau heute bei uns in der neuen Halle stattfinden darf. Herzlich willkommen am Stand vom Allgäuhaus, vom Kolping Allgäuhaus. Wir haben hier mit Molke Fessle zusammen die Alma zu melken. Uns wird ganz stark wahrgenommen. Die Bauern hier aus Wertach legen ganz stark vor und jetzt sind gerade ein paar Kinder da, die sich hier so richtig reinhängen. Dankeschön. Also willkommen auf dem Stand bei der Raumausstattung und Guckemoos auf der Gewerbeschau in Wertach 2012. Vollkommen. Das sind für normale Werte 14. Harmonieinformation. Die Symbole, die Farbe und das, was drauf steht, das ist eine Information. Das habe ich bloß mal gesehen. Herzlich willkommen bei Radio Bauer in Wertach. Wir zeigen Ihnen die neueste Technologie. 3D-Schauen, eine neue Dimension. Einfach mal vorbeikommen und anschauen. Ohne Brille geht das nicht, oder? Ohne Brille geht gar nichts. Leider noch nicht, oder? Ja, noch nicht. Und kommt die Zeitpunkt, wo? Es wird sicherlich der Zeitpunkt kommen. Stand heute ist noch nicht bezahlbar. Mit Brille ist es nicht mehr teuer und ein großes Erlebnis. Ja, Dankeschön. We'll be right back.
lauter selbstgemachte Sachen aus unseren Kräutern in Jungholz. Ja, Tommy Baumkutsch, mein Name aus Jungholz. Ich vertrete Jungholz mit meiner Malerei und bin ich erst einmal bei dieser Messe. Ja, grüß Gott, da sind wir wieder, Skistadel Werdach. Jetzt haben wir einmal unsere E-Bikes, ein Angebot mit der Bosch-Motor. Hier ein Damenfahrrad, Tiefeinstieg. Für die sportlichen Fahrer Mountainbike mit 29 Zoll Reifen. Weite zwischen 30 und 90 Kilometer kommt darauf an, wie man fahren will. Hier auf der Seite haben wir die neueste Ski, die nächstes Jahr auf den Markt kommt. Freerider, Tourenski und ganz in der Ecke sind halt die Telemark-Ski. Skischuhe dazu. Steigfell. Und halt die Bänder hier. Als Wartacher und Kreuzkönig präsentieren uns natürlich auch gerne auf der Wartacher Gewerbeschau und haben da hier auch den Sanitätswachdienst übernommen, das heißt die Veranstaltung abgesichert. Ein paar kleinere Einsätze waren auch schon, die haben wir aber alle im grünen Bereich gehabt. Und natürlich, damit man mal sieht, wie der Rettungsdienst arbeitet, haben wir hier mal einen Rettungswagen mitgebracht, der gehört eigentlich der Bereitschaft Immenstadt. Aber wir gehören zur Bereitschaft Immenstadt mit organisatorisch auch dazu. Und wollte einfach der Bevölkerung mal zeigen, wie heutzutage ein moderner Rettungsdienst funktioniert. Und das kann eigentlich am besten, kann das die Jana und die Rosi erzählen. Und sagen. Warte! Du musst da auch zu machen. Du schon Hände hoch? Ich wollte noch Hände. So, da fahren wir rein, oder? Herzlich willkommen auf der Gewerbeschau Werdach bei Allgäu DSL. Wir haben eine Präsentation, die Sie sich anschauen können, gerne auch auf unserer Homepage. Kommen Sie uns gerne dort besuchen. Danke. Dankeschön. Danke. Das ist praktisch. Also Sie. Willkommen auf der Gewerbeschau in Werdach am Stand der Firma Wandschneider. Wir zeigen Ihnen hier unsere Produkte über die neue Heiztechnik und die Marktwärme in Werdach. Und wir sind gerne bereit, Ihnen in unserer Firma genauere Auskunft und Ausführungen zu zeigen zu dem neuen Heizsystem. Und da haben wir noch die Anschlüsse, was einmal von der Marktwärme reingeht. Das sind die. Hier zwei und da wird praktisch der Pufferspeicher angeschlossen. Und vom Pufferspeicher aus? Und Warmwasser oder so? Das ist Warmwasser. Das sind zwei. Also da geht die Frischwasserstation, die Übergabestation, da kommt die Energie von außen, vom Leitungsnetz. Und da wird dann der Pufferspeicher versorgt. Und der Pufferspeicher versorgt dann die Heizung oder die Frischwasserstation für die Warmwasserbereitung. Mhm. So ist es noch.
Willkommen bei der Gewerbeschau in Wartach 2012. Ich bin hier auch vom Wollstadel. Begrüße Sie und Sie können mich im Wollstadel besuchen. Würde mich freuen. Dankeschön. Ja, und jetzt habe ich gestorben, deswegen. Ganz ruhig bleiben. Landmasche. Wo ist nur das, das ist drin? Voll. Eine feste, so. Perfekt. Herzlich willkommen bei Elektro Huber auf der Gewerbeschau. Wir sind heute vertreten mit der Firma Miele, wo wir schon seit 25 Jahren vertreten. Die neuesten Waschmaschinen, Flüssigdosierung, Wärmepumpentrockner ohne Heizung, also Wärmepumpe, sparsam oder 8 Kilo Maschinen. Hier haben wir eine Werksvorstellung von der Firma Miele, Produktion, alles made in Germany, deutsche Markenqualität. Hier haben wir die Wasserschublade bzw. die Waschmittelschublade. Und was noch interessant ist, jedes Miele-Gerät hat für Servicezwecke eine Schnittstelle. Man kann Fehler auslesen, Programme updaten und ist immer auf dem neuesten Stand. Oder was wir noch machen, diese neue Bügelstation, eine Innovation von Miele. Weiterentwickelt, es gibt viele Hersteller, natürlich eine Weiterentwicklung. Top, Apparat. Und wie gesagt, wir haben jetzt rein waschen, bügeln, trocknen auf der Messe. Alles andere haben wir im Laden. Kochen, spülen und so weiter und so fort. Das ist dann die größte Auswahl. Und dann führen wir alle deutschen Markenprodukte. Und das wäre es also mal so im Kurzen. Dankeschön und willkommen in der Gewerbeschau. Allgäuer Bergärtner, Riedmüller. Wir sind auf der Gewerbeschau 2012 und wir haben dieses Jahr Schwerpunkt Orchideen. Schauen Sie selber. Hier mal eine Duftorchidee, die riecht sehr gut. Wollt sie mal riechen? Ja. Dann haben wir. Hier mal einen Frauenschuh, ist auch was Seltenes, haben wir auch in Schwarz da, was ganz anderes. Schenken. Okay, danke schön. Ja, grüß Gott in Wertach bei der diesjährigen Gewerbeschau. Schaut einmal, was wir alles haben. Ura, ein bisschen Schmuck. Natürlich viel mehr im Laden. Können wir einmal reinschauen und ein paar Schönes raussuchen. Danke schön. Zeig mal her. Ja, aber ich kann mir keinen zweiten kaufen. Ich bin aber schleim. Ja, grüß Gott. Wir befinden uns am Stand des Kunstkreises in Wertach. Und schauen wir mal, dass es auch so weiterläuft dann.
Mein Name ist Lipp Winfried, wir sind in Zwerta daheim, betreiben hobbymäßig eine kleine Falknerei für den Privatbedarf. Das ist jetzt halt ein Wüstenbussard, mit dem gehen wir aktiv zum Beizen. In unserem Orden Deutscher Falkoniere sind wir da verbandsmäßig organisiert. Der ist jetzt in der Lage, Kanickel, Krähe, Stockenter, Elster, Eichel herzuschlagen. Das ist unsere eigene Zucht, der Zuchtbau daheim, der und ihr Bruder. Das ist der erste Zuchterfolg, den wir gemacht haben. Dann haben wir einen europäischen Uhu dabei. Ein Uhu mit 4 Jahren. Mhm. Und ein Sakret, ein männlicher Sakerfalke mit 8 Jahren. Okay, das ist also herzlich willkommen bei der Gewerbeschau in Wertach von Laure Immobilien im Immobilienvermarktungsbereich und der Laure Baubetreuung. Wir bauen die Town & Country Häuser. Wir wünschen Ihnen einen schönen, erfolgreichen Tag heute und freuen uns auf Ihren Besuch. Vielen herzlichen Dank dafür, für diese Präsentation. Ich freue mich, dass Sie alle Erfolg hatten, dass es so gut angenommen wurde und dass die Wertacher Bürger und Gäste letztendlich hier einen Eindruck von der Leistungsstärke der Wertacher Gewerbetreibenden gefunden haben. Dankeschön.